Der VDE Kurpfalz hat an der SRH-Hochschule in Heidelberg zum ersten MINT-Forum Rhein-Neckar geladen. Unter dem Stichwort digitale Bildung anpacken nehmen über 100 Lehrer aus 80 Schulen von Nordbaden und Pfalz an einer interaktiven Fortbildung teil. In interaktiven Workshops können die Lehrer sich praktisch ausprobieren, zum Beispiel in Calliope-Programmierung, in verschiedenen virtuellen Labors oder in Umsetzungen von Snap-Tool-Programmierungen. Das Ziel ist, dass sie durch die Erfahrung mit dem Programm selbst es leicht den Schülern vermitteln können und Zugang zu den angebotenen Komponenten erfahren können. Digitale Bildung wird zunehmend zu einem Faktor der Allgemeinbildung. Wenn wir den Herausforderungen der digitalen Welt gegenüber bestehen wollen, müssen wir das Fach Informatik und eine Medienkompetenz bereits in den Schulen etablieren. Und das mit großer Geschwindigkeit, weil wir haben hier sicherlich keine 10 Jahre mehr Zeit, bis wir in den Lehrplänen die entsprechenden Veränderungen verankert haben. Als letzten Part der Fortbildung, als ein sehr wichtiger Schwerpunkt, ist der Austausch über Best-Practice-Beispiele konzeptionell angedacht. Das heißt, verschiedenste Schulen aus der Region stellen Projekte vor, die sie in ihrer Schule erfolgreich umgesetzt haben. Die Schülerinnen von heute sind die Gestalter der Zukunft. Eine Zukunft, die verstärkt digitalisiert funktionieren wird.